Willkommen auf ein Wort vom Regal. Mein iPhone steht wieder im Regal und ich davor. Und ich frage mich, ob wir augenblicklich so etwas wie eine Agentur-Sonderkonjunktur erleben. Üblicherweise sind in den vergangenen Jahren der Januar und der Februar nämlich recht ruhig gewesen, ganz suche. In diesem Jahr das komplette Gegenteil. Allein in den vergangenen Tagen haben wir 5 Neukunden bzw. Neugeschäftsanfragen reinbekommen. Das sind eine ganze Menge für eine Agentur unserer Größe. Und man könnte fast den Eindruck gewinnen, als habe die Bundesregierung so etwas wie eine Abwrackprämie für Altagenturbeziehungen ausgelobt. Von den 5 Anfragen haben wir übrigens gleich 3 abgesagt. Warum? Weil wir uns erstmal anschauen, was erfolgversprechend ist. Ist das Briefing gut? Sind nur 3 und nicht eben 7 Agenturen angefragt? Gibt es ein Pitch-Honorar? Ist der Auswahlprozess transparent? Und noch ein paar Punkte mehr. Und darüber hinaus legen wir den Fokus auf unsere bestehenden Kunden. Jeder bestehende Kunde sollte als Neugeschäftskunde, als potenzieller Kunde betrachtet werden, denn es bringt doch nichts, wenn man vorne dazu gewinnt und hinten genauso viel verliert. Das wäre ein Nullsummenspiel. Aber was mich ernsthaft interessiert ist, wie sieht es gerade in anderen Agenturen aus? Haben wir so etwas wie eine Sonderkonjunktur? Ich bin dankbar für Hinweise, Signale, Eindrücke.